Guten Morgen und hallo, du schöner Mensch. Nicht wundern, wir sind wieder im Haus. Das liegt in dem Fall daran, dass ich in dem Fall das Spiel an der Stelle, wo wir das letzte Mal verlassen hatten, also da unten bei der Laterne, da habe ich es beendet. Und das verträgt sich nicht damit, da es genau wie Stardew Valley speichert, wenn man aufsteht. Also genau, hier starten wir. Das ist jetzt vielleicht 3 Minuten her, dass ich die Folge beendet habe. Ich habe nachgelesen und es ist wohl so, ein offenes Grab mit einer Leiche darin zählt auch als eine Leiche. Aber das sieht nicht so aus, oder? Was weiß ich, irgendwas? Nee. Ich hatte gehofft, das könnte sein. Also es stand online, dass ein unfertiges Grab zähle auch als Leiche. Das offene. Kein Grabstein. Okay, schwierig. Eine der problemlösenden Sachen, die ich gesehen habe, war ein Foreneintrag, in dem genannt wurde, dass es so sein soll, dass die offenen Gräber so gesehen auch als Leichen in der Leichenhalle zählen. Darum kommt der Esel nicht. Aber das scheint in dem Fall nicht der Fall zu sein. Das ist auch doof. Das braucht auch Nägel. Aber hier machen wir 4 aus 2 Nägeln. Mist. Ja, okay. So, das andere, das ich gelesen habe, ist, dass der Esel wohl manchmal einfach buggy ist und auf dem Weg zur Stadt stecken bleibt. Das löst sich aber wohl nach einigen Tagen. Ich habe es Graveyard Keeper und Steam nochmal aktualisiert. Es ist wohl nicht so, dass es ein Patch oder ähnliches gab. 4 einfache Eisenteile. Das ist schwierig, wir haben nur ein Eisenteil. Was habe ich gerade gemacht? Ich wollte irgendwas tun. Ja, ich habe Holzreparatur. Genau. Also eventuell kommt der Esel. Braucht einen Moment einfach. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Es wäre doch sehr fatal, wenn er es nicht tun würde. Und ich versuche jetzt einfach mal zu fixen, was sich hier fixen lässt. Um uns wenigstens in einem kleinen Rahmen in die Richtung zu bringen, dass wir... eine verhältnismäßig gute Leiche. Würde zwei geben. Wir haben schon keins mehr. Oh. Das war fix. Mist. Das ist auch schon leer. Ja. Gut. Das ist jetzt ultra schwierig. Wir haben kein Eisen. Wir haben keine Möglichkeit, welches zu gewinnen, soweit ich das sehe. Ich erinnere mich in Technologie... ich glaube Schmiedekunst, oder? Nein. Handwerk, Bergbau hier. Eisenerzlager. Kann aus Eisen anderen Bergen gewonnen werden. Brauchen wir, ist im Moment noch nicht relevant. Wir brauchen das Zeug gerade noch für anderes. Was haben wir denn noch? Glas. Sinnvoll, wichtig, im Moment irrelevant. Kochen schaltet sich immer von selbst. Das interessiert mich, diese beiden hier, die so außen stehen. Landwirtschaft, haben wir hier irgendwas? Imkerei haben wir freigeschaltet. Verbesserung, was ist? Beet mit Stäben, Blaupause, Kiste. Den Kompost würde ich anlegen und dann würde ich versuchen, bis der Esel kommt, würde ich tatsächlich versuchen, so gut es irgendwie geht, mit Hilfe von Kompost und Samen, die wir mit unserem letzten Geld vielleicht noch von dem Gemüsehändler kaufen, mit Gemüsegeld zu verdienen. Ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll es ist. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Geld wir davon bekommen, aber vielleicht können wir uns da genug Geld zusammenstottern. Braucht 10 Stöcke, alles klar. Um die Eisenteile zu kaufen, die wir brauchen, die Nägel zu kaufen, die wir brauchen, um die Brücke zu bauen. Und wenn wir die Brücke bauen können, haben wir, wo laufe ich denn hin? Haben wir Zugang zu dem Eisenerzlager. Und wenn wir Zugang zum Eisenerzlager haben, ganz klar, dann können wir unser eigenes Eisen machen, dann sind wir fein aus dem Schneider. Es ist zwar ein bisschen doof, wenn wir weiterhin keine Leichen bekommen,
Aber naja, das ist dann ein Problem, dem wir uns wenden müssen, sobald es dazu kommt. Ja, ich denke eh nicht, dass ich hier groß dann noch Beete zusätzlich anlegen werde. Früher war das ja auch noch möglich. Also ein bisschen hier ein und da ein. Ja. So. Brauche eine Schaufel. Ah, unsere Schaufel ist kaputt. Verdammt. Heute ist der Händler da. Vom Händler können wir uns aber eh nichts leisten. Schaufel, Schleifstein. So. Dem Schleifstein geht es soweit gut. Da habe ich jetzt nicht die Sorge, dass uns der kaputt gehen wird, bevor wir wieder an Geld kommen. Wenn doch, dann, ja, dann weiß ich auch wirklich nicht weiter. Dann fürchte ich, haben wir einfach keine Chance. So. Hier mit, ah, das ist mit Pflanzenresten, genau. Das heißt, wir brauchen nichtsdestotrotz. Ja, wir müssen unser letztes Geld für Saatgut ausgeben. Oh, Gott sei Dank. Hallo, Esel. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich arbeite immer noch an den Stimmen. Interessanterweise, ich habe vorhin im Offline-Modus spielen müssen, weil ich Internetprobleme hatte. Und war besorgt, dass die Achievements vielleicht nicht funktionieren, aber das hat sich als nicht richtig herausgestellt. Das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Und wir haben ja auch Achievements bekommen, ich habe sie ab und zu vorgelesen. Wunderbar, vielen Dank, Esel. Und ja, es ist so, dass ich jetzt beim Nachschauen herausgefunden habe, es gibt ein paar Achievements, die mich sehr interessieren. Unter anderem irgendwas mit einem Hinterhalt, was ich schon mal sehr interessant finde. Und es gibt eins für Steinmauern, für den Friedhof. Und das ist tatsächlich ganz witzig, weil ich mich in der Alpha immer darüber aufgeregt habe, wie furchtbar der Friedhof einfach aussieht. So, damit haben wir wenigstens ein bisschen Geld. Das können wir dann gleich beim Schmied wieder auf den Kopf hauen. Wir können rote Blumen noch sammeln, wir können Torf im Kompost herstellen, sobald wir sollten uns dann doch, ja, bisschen Geld, bisschen Nägel, was soll das, Nägel eigentlich? Das ist jetzt die Frage, wie teuer Nägel sind. Ups. E. Zubuddeln. Zack, 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 ist eine gute Leiche geworden. Haben noch nichts mehr drüber raus. Minus 4, nicht geil, echt nicht geil, aber besser als nichts. Brauchen wir den Schlaf? Ich würde sagen, ja, wir speichern auf jeden Fall für den Fall, dass dass das wirklich ein Bug war. Vielleicht war es kein Bug, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ist schwierig zu sagen, ist wirklich schwierig zu sagen. Ganz frech snackt er sich Tee. Ich glaube, ich habe das letzte Folge schon gefragt. Aber es gibt immer Leute, sie sagen, ich snacke und dann irgendwas zu trinken. Ich habe mich immer gefragt, funktioniert es so? Snackt man was zu trinken? Ich sage es auch, also ich habe es angefangen zu sagen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist seltsam. Aber ich finde es ganz witzig, ehrlich gesagt. So, seid ihr Fischstäbchen oder seid ihr Fischnuggets? Weil ich habe gesehen, es gibt auch ein Achievement dafür, Fischstäbchen zu essen. Das sind Fischnuggets. Fischnuggets geben einem einen Buff. Schnelle Reflexe. Fischen funktioniert hier so ein bisschen wie in Stardew Valley. Man hat so einen Balken, Minispiel und alles. Finde ich interessant. Ich persönlich, ich mag Fischen in Spielen. Wie es jetzt, also in Stardew Valley, wie es geregelt ist, wie es hier geregelt ist, ich weiß es nicht. Es gefällt mir nicht so zwingend. Es ist so ein Ja-Ding. So ein, ich kann damit leben, ich finde es jetzt nicht super. Was ich auf jeden Fall jetzt versuchen werde, ist mir Eisen zu kaufen, weil mir klar geworden ist, dass ich einen Denkfehler gemacht habe. Und es ist natürlich, aus einem Stück Eisen kann man mehrere Nägel oder mehrere Eisenteile machen. Und da wir mittlerweile einen hölzernen Amboss haben und das machen können, ist uns das hoffentlich möglich. Das bedeutet, ich würde unser Geld jetzt investieren, um Eisen zu kaufen. Und wenn ich sage, unser Geld investieren, dann meine ich natürlich auch das Geld, das wir durch die Bestattungsurkunde bekommen, weil ansonsten haben wir kein Geld. Das heißt, ich sollte natürlich zuerst ins Tote Pferd. Bei der Gelegenheit werde ich noch kurz mit der Frau von Horadric sprechen. Du musst der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt, aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut zu lesen. Frau Kette.
Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von Horadrik. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Oh, rede lieber mit meinem Mann. Er hat dir das Sagen. Er ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Außerdem redet er wirklich gern. Ich kann dir nur ein paar Rezepte verkaufen. Oh, das ist ja schon mal gut. Handeln. Ah, interessant, wenn du so lange lebst wie ich. Fischdelikatessen, lecker und gesund, Konditorei und Pasteten. Ich glaube, lecker und gesund haben wir schon. Technologien, Essen. Einfach und lecker haben wir, mein Fehler. Lecker und gesund, interessant, interessant. Handeln. Hat er Fischstäbchen? Nein. Gut. Brot würde er auch kaufen, aber für 8. Für 8 Kupferstücke. Und ich glaube, das ist es nicht wirklich wert. Ja. Bei Frau Kette ist es jetzt tatsächlich so, wenn du so lange lebst wie ich, macht mich jetzt irgendwie stutzig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so ein... Ich meine, sie hat... Das ist jetzt richtig doof, aber ich meine, sie hat rote Haare, sie sagt, sie lebt schon sehr lang. Maybe she's a witch. I won't say she's a witch. Maybe she's a witch. Okay. 2, 3 und 5. Wir können uns genau 2 Eisen leisten. Das ist ziemlich horrible. Aber damit muss man leben. Gut. Was ich noch versuchen werde, ist mir vielleicht ein bisschen was dazu zu verdienen. Mal schauen, ob er Beeren nimmt. Weil ich habe gesehen, er nimmt die Fischnuggets. Er würde unser Essen generell kaufen. Und die Beeren kosten uns was? 3 Energie. 3 Energie, um sie zu ernten. Das sind nicht unsere, sie wachsen jeden Tag nach, soweit ich das jetzt gesehen habe. Oder jeden zweiten. Oh, Handel. Nee, Bären nimmt er nicht. Okay. Was ist denn das? Ruhestein. Darum, das... ich hatte mich gewundert, warum das so seltsam aussieht. Das ist ein anderes, das ist kein Schlag, ein Ruhestein. Okay. Ruhestein kenne ich nur aus WoW. Ich habe es aber nicht lange gespielt. Ich glaube, ich war irgendwo in den 40ern. Level 40. Wirklich nicht lang. Ist nicht so mein Spiel. Ich bin nicht so der MMO-Typ. War ich früher sehr interessanterweise. Ich habe sehr viel Ion mit Ruby damals gespielt. Aber WoW war dann einfach nicht so... ich meine, faktisch, was mir an WoW am besten gefallen hat, war die Fähigkeit des Priesters zu levitieren. Und ich glaube, das sagt schon viel über meinen Spielspaß in WoW aus. in dem Fall... Handel, oh, kaufst du uns vielleicht? Nein, kaufst du nicht. Weizensamen. Gesamtpreis 46, ja. Ist jetzt doof, aber hey. Ein Tod muss man sterben. Er kauft aber tatsächlich gar nichts von uns. Ja, Ruhestein aus WoW. Ich nehme an, damit können wir uns jederzeit zum Friedhof zurück teleportieren. 2 Silber sind im Moment sehr teuer. Sobald wir eine lohnenswerte Predigt geschrieben haben, was später im Spiel möglich sein wird, mit der man ordentlich Geld verdient. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir uns sowas mal anschauen. Einfach mal gucken, was es so macht. Jetzt fürs Erste. Düngen können wir nicht. Wir haben keine... Kann man Kompost aus... Nein, man braucht Pflanzenmaterialien. Okay, also dazu ganz kurz... Es ist so, man kann hier eigentlich... Ach Mist. Das braucht nicht einen Samen, das braucht 4. Macht Sinn irgendwo. Ist doof. Macht Sinn. Gut. Ärgert mich. Nägel jetzt. 6 Nägel zusammen mit den 2, die ich mir vorhin übrig gelassen habe, sind 8. Jetzt. Das sollte es gewesen sein, oder? Die hier wollen wir alle. Die hier wollen wir alle. Wir wollen alle Nägel. Nicht das. Ich mache noch mal kurz ein paar Balken. Balken sind, also das sind keine Balken. Das ist viel, aber das sind keine Balken.
Ja gut, aber von mir aus. Und dann machen wir hier noch eine Holzplanke. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, wie viel ich genau dafür brauche. Tatsächlich ist es so, früher war mit den Sachen, die man unten auf... Ich sag schon wieder so oft, ah, ich muss es mir wieder abgemühen. Schlimm. Mit den Sachen, die man sich unten erweitern konnte, war es tatsächlich so, dass man die... Das ist so kompliziert, was ich mir zum Teil aufgeschrieben habe, was man alles braucht. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Brücke reparieren. Ich glaube, es sollte auch ein Achievement geben. Errungenschaft freigeschaltet. Brückenbauer. Nice. Jetzt. Natur. Pflanzen. Handwerk. Schmiedekunst ist es nicht. Bergbau. Jetzt. Macht es Sinn, das freizuschalten? So. Wir sind im Sumpf. Wir denken daran, wir brauchen Schluckaufkraut. Hier sind Eisenerzadern. Perfekt. Wir brauchen einen Ofen. Daran habe ich nicht gedacht. Wir brauchen selbstverständlich einen Ofen, um Eisenerz zu verwenden. Ich bin doch ein Held. Ja, das habe ich vergessen. Ich hoffe einfach, ein Ofen braucht nur Stein, keine Metalle. Sogar wenn es der billigste Ofen aller Zeiten ist, wäre ich gerade glücklich damit. Schluckaufkraut gibt es, soweit ich mich erinnere, nur sehr tief im Sumpf. Wir haben Essen dabei, wir können das mal nutzen. Wir haben super viel Brot und sowas. Und der Schmied Kevka, ich habe seinen Namen vergessen, verflucht, hat uns auch die Energietränke mitgegeben. Die würde ich einfach mal verbrauchen. Das sind die, die wir am ehesten nicht stacken. Das heißt, die würde ich als erstes verbrauchen. Wir bekommen ja auch einiges an roter Energie, roten Technologiepunkten. Ihr merkt, wir bekommen noch keine blauen Technologiepunkte. Blaue Technologiepunkte bekommt man durch Glas und also wirklich Stahlherstellung, Glasherstellung, durch Forschung und sowas. Also das ist dann echt schon das Advanced-Zeug. Advanced. Ich habe mir einfach gerade nochmal den zweiten Energietrank rein. Und dann kann ich jetzt endlich die Brote hier hin versetzen. Ich würde das Fett löschen. Zerstören. Oh, es gab einen ganz furchtbaren Bug am... Was? No. No, 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 no. Da war das unendliche Eisendepot. Jetzt ist es nicht mehr da. Das heißt, es ist woanders. Blockade. Dübel. Holzplanke. Eisenstücke. Sehr cool. War in der Alpha auch nicht möglich, das zu machen. Was hier? Was ist das Eisen? Muss doch irgendwo sein. Das wäre natürlich super schlecht. Aber ich meine, wir haben Eisen. Wir haben Eisen. Das ist kein unendliches Eisen, aber hey, es ist Eisen. Es gibt hier noch genug. Da links seht ihr eine Baustelle. Aber ich glaube, dafür brauchen wir richtige Balken. Ich würde mal versuchen, da hinzukommen. Ich würde mal versuchen, ob ich mich noch daran erinnere, wie man da hinkommt. Weil da auf der anderen Seite lebt jemand, den ich... Ganz interessant für euch vorzustellen. Ja, das ist doch mal genug Eisen. Für den Moment. Schluck auf Gott, machen wir nächstes Mal. Ich würde jetzt noch zurückgehen, würde mir noch anschauen, wie man den Ofen macht. Würde es entweder anfangen oder verschieben oder ins Bettchen hüpfen. Wir hoffen, der Esel kommt so bald wie möglich wieder. Jetzt, da wir wissen, dass er wiederkommt. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder da, kurz davor ein Päuschen zu machen. Zumindest für diese Folge. Ja. Jetzt zahl. Sag mir, wie viel braucht dein Ofen? 4 Eisen. Ah! Aber, nein, Moment. Wir haben extra dafür 2 Eisen gekauft. Einfache Eisenstücke. Es passt perfekt. Es passt perfekt. Huh. Habe ich etwa vorausschauendes Denken bewiesen? Nein, das war reines Glück. Was denkt ihr denn von mir? Ofen. Ofen Tier 2 ist noch keine Möglichkeit, oder? Technologien. Bauwerk und Handwerk. Schmiedekunst? Öfen? Ofen, 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 Ofen 2. Ja, 50, was sind das? Rote, einfach rote. Handwerk, Natur, Wissen.
50 Handwerkspunkte fehlen uns. Nee, Quatsch. Aber 50 Handwerkspunkte brauchen wir. 50 Wissen, 10 Wissenpunkte brauchen wir. Das wird noch ein bisschen dauern. Machen wir mal fürs Erste den Ofen 1. Den wir natürlich genial gemacht haben. Wir haben natürlich sehr vorausschauend gearbeitet. Wir wussten natürlich, dass wir diesen Platz brauchen würden. Entsprechend Props an uns. Einfach wieder awesome. Erstmal kurz was. Stelle den Ofen fertig. Kohle haben wir auch keine, oder? Nee. Feuerholz müssen wir machen. Ich hau mir mal das Bierchen rein. Ups. Holzschalter. Dann denke ich, dass... Ach, weißt du was? Ich habe noch ein bisschen Lust. Brennholz, Brennholz, da. Warte mal. Kann man aus Brennholz was braucht man hierfür nicht? Ja, oh, wir können das ohne Nägel machen. Oh, das wusste ich nicht. Das ist Errungenschaft freigeschaltet. Schmeckt wie bei Mutti. Ach, wir haben die Fischstäbchen. Du hast mehr Zeit, einen Fisch anzufangen. Alles klar. Das wollte ich nicht. Ich tue das mal ganz kurz weg. Damit ich nicht in Versuchung komme, es nochmal zu machen. Warum mache ich das denn so? Ich habe immer noch nicht gelernt, dass das viel einfacher geht. So, das ist jetzt doof. Wir haben jetzt diesen Fischbonus. Daran hatte ich nicht gedacht. Dabei hat der Fischer hat uns extra gesagt, ein guter Fischer ist Fisch, ein guter Fischer wird Fisch. Das ist eigentlich ist das super doof. Brot gibt es viel Nahrung. Ich glaube, sie haben auch einiges angepasst. Also ich erinnere mich daran, dass die Gebäude zu bauen früher deutlich teurer war. Also deutlich teurer. So, wir haben jetzt viel Brennholz. Und... Was? Oh nein. Nein, ich bin doch... ich bin doch doof. Alles klar. Man kann aus einer Holzmarkierung vier Brennholz machen. Das macht durchaus mehr Sinn. Es ist viel logischer. Und ich bin einfach nur doof. Heizen wir mal den Ofen ordentlich an. Und jetzt Eisenbarren kann Metallschrott. Aha. Also, ja, ich habe es diesmal gerafft. Dasselbe wie gerade mit dem Brennholz. Aus Eisenschrott, aus Metallschrott können wir Eisenbahn machen. Keine Ahnung, wo wir Metallschrott herbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Loot ist, den wir aus dem Gedöns bekommen, dem Dungeon. Es gibt einen Dungeon in diesem Spiel, ja. So, dann fäll ich noch ein, zwei Bäumchen für ein, zwei Lagerfeuerchen. Ups. An und für sich. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Ressourcen, um uns richtig an die Arbeit zu machen. Ich würde jetzt schon ins Bett gehen. Ich würde an diesem Punkt sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nehmen wir das nur. Ja, das passt doch. Zwei Stück. Ich glaube, hier hätte ich sogar zweimal klicken können. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde diese Episode an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns morgen. Und ich sage tschüss. Und ich sage immer noch tschüss. Ich bin gerade irgendwie in so einer Schlaufe, in der ich mich nicht verabschiedet bekomme. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.